Ein Meklappen hat mich zu dem Video »Warum kommen meine Wellensittiche nicht aus dem Käfig?« folgendes gefragt. Gibt es einen Trick, seinen Welli zu wiegen? Ich möchte meinen Welli wiegen, damit ich weiß, ob es ihm wirklich gut geht. Ja, muss man Wellensittiche wiegen? Wie schwer soll ein Wellensittich oder Bergsittich sein? Wie wiegt man einen Vogel? Das und mehr erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellenstress. Warum soll man Wellensittiche wiegen? Ist das wichtig? Ein Meklappen hat das richtig erkannt. Das Gewicht eines Wellensittiches gibt Aufschluss darüber, ob er gesund ist oder nicht. Wellensittiche, Bergsittiche und Glanzsittiche sind Fluchtiere und lassen sich lange nichts anmerken, wenn sie krank sind. Das Federkleid bedeckt ihren Körper und man merkt ihnen nicht an, dass sie an Gewicht verlieren oder zunehmen. Wenn sie plustern, wirken sie dicker. Wenn ihnen zu warm ist oder sie Angst haben, legen sie die Federn an und wirken dünner. Da das Futterangebot für unsere Piepser immer reichlich ist und wir sie gerne verwöhnen, neigen viele Wellis, Björkis und besonders Glanzis zu krankhaftem Übergewicht. Das kann sich schlecht auf ihre Gesundheit auswirken. Sie werden träge und das Fliegen fällt ihnen schwer. Viele werden dadurch sogar ganz flugunfähig und die Flugmuskulatur verkümmert. Andere bekommen schmerzhafte Druckstellen und Ballengeschwüre an den Fußsohlen oder übergroße Lipome. Das sind Fetttumoren, die ab einer bestimmten Größe gefährlich werden können. Wie bei uns Menschen auch, kann eine Fettleber das Leben ebenfalls verkürzen, von Schlaganfällen ganz zu schweigen. Hat der Wellensittich, Bergsittich oder Glanzsittich Untergewicht, deutet das auf eine Erkrankung hin. Das können Parasiten, eine Darmentzündung, eine Kopfentzündung infolge anderer Grunderkrankungen, verschluckte Fremdkörper, Durchfall oder das Going-Light-Syndrom sein. Man nennt das auch Megabakteriose und es wird von einem Hefepilz im Verdauungstrakt verursacht. Im schlimmsten Fall steckt ein bösartiger Tumor hinter dem Gewichtsverlust. In jedem Fall von Untergewicht ist ein vogelkundiger Tierarzt dringend aufzusuchen. Sittiche haben einen sehr schnellen Stoffwechsel und können schnell Gewicht verlieren. Das kann tödlich enden. So wie bei meiner jungen Wellensittichhenne Pinsel, die an Megabakteriose erkrankt war und rapide an Gewicht verlor. Der Link zu diesem Video befindet sich in der Infobox rechts oben. Wie viel soll ein Wellensittich, Glanzsittich oder Bergsittich wiegen? Beim Wellensittich kann das sehr unterschiedlich sein, da es mehrere Zuchtformen in verschiedenen Größen gibt. So kann ein kleiner Halbstandard eher so viel wiegen wie ein Hansibubi und ein großer so viel wie ein Standard. Ein Video über die verschiedenen Zuchtformen findest du auch in der Infobox. Ein Hansibubi, also der normale Wellensittich, der der Wildform noch am ähnlichsten ist, hat ein Normalgewicht von 32 bis 40 Gramm. Ein Halbstandard 40 bis 45 Gramm. Ein Standard 45 bis 55 Gramm. Ein Schauwellensittich 55 bis 65 Gramm, ein Bergsittich 30 bis 50 Gramm und ein Glanzsittich 35 bis 45 Gramm. Diese Werte sind nur Richtwerte und müssen mit den Proportionen des Vogels im Einklang sein. Erfahrene Vogelhalter erkennen den Ernährungszustand am Brustbein ihres Sittichs. Ein richtig ernährter Vogel hat ein fühlbares, knöchernes Brustbein, das von einer Gewebschicht umgeben und leicht überlagert ist. Steht der Brustbeinkamm spitz hervor, ist der Vogel zu dünn. Kann man das Brustbein nicht ertasten und die Brust wölbt sich in der Mitte leicht nach innen, ist es von Fett überlagert und der Vogel ist übergewichtig. Bei einem gesunden Sittich sollte man alle 4 Wochen eine Gewichtskontrolle machen und sich das Gewicht in ein kleines Notizbuch notieren,
um krankhafte Schwankungen rechtzeitig erkennen zu können. Bei Vögeln mit Megabakteriose, Lipomen oder Futterumstellung soll man einmal wöchentlich wiegen und im Akutfall sogar täglich. Nimm dein Vogel kontinuierlich ab oder das Gewicht schwankt plötzlich ungewöhnlich, ist das ein Warnsignal. Unter- oder überschreitet er das Normalgewicht, ist schnelles Handeln wichtig. Er muss zum vogelkundigen Tierarzt, da die Situation aufgrund des schnellen Stoffwechsels sehr schnell lebensbedrohlich werden kann. Oft sind ein paar Stunden Wartezeit schon zu viel. Ist ein Sittich zu dick, verzichtet man auf die Gabe von Knapperstangen und Futter mit Honig, Zucker und Bäckereinebenerzeugnissen. Ebenso auf Sonnenblumenkerne und Nüsse, auf süßes Obst und kalorienreiche Kolbenhirse. Lass das Futter 2 Tage ankeimen, es schmeckt besser, hat weniger Kalorien und jede Menge frischer Vitamine und Mineralstoffe. Essen vom Mittagstisch ist für Wellis, Börkis und Glanzis sowieso tabu. Frische Kräuter wie Löwenzahn, Spitz und Breitwegerich, Vogelmiere, Gänseblümchen, Salate, Gräser, Basilikum, Grünlilie und Gollywog schmecken gut und haben viele Vitamine und Nährstoffe. Sie bereichern den Speiseplan unserer Lieblinge und halten sie fit und gesund. Welches Futter für Wellensittiche, Börksittiche und Landsittiche gesund ist und welches Futter sie lieben, findest du oben in einem Video in der Infobox. Wie wiegt man einen Sittich? Der Vogel stellt sich ja nicht von selbst auf die Waage und er bleibt auch nicht einfach drauf sitzen. Am besten besorgt man sich eine genaue Brief- oder Goldwaage, die man auf Tara stellen kann und bei der sich die Abschaltautomatik abschalten lässt. Affiliate-Links zu einer geeigneten Waage, artgerechten Käfigen und Zubehör findest du in der Beschreibung. Bei zahmen Sittichen legt man ein Stöckchen oder Kolbenhirse auf die Waage und stellt sie auf Tara, sodass sie das Gewicht der Kolbenhirse oder des Stöckchens abzieht und auf Null steht. Dann setzt man den Sittich einfach auf die Kolbenhirse, schon hat man das Gewicht. So wie hier bei meinem kleinen Stieglitz, der bei einem Unwetter aus dem Nest geschleudert wurde und den ich dann mit der Hand aufzog, um ihm das Leben zu retten. Heute fliegt der kleine Piepmatz wieder frei im Wald. Bei halbzahmen Wellis kann man eine Wiegevorrichtung basteln oder kaufen. Eine etwas erhöhte Sitzstange, auf die man sie mit einem Stöckchen Taxi setzen kann, oder ein Gestell aus Ästen und Spielzeug, das sie kennen, um ihnen die Angst zu nehmen. Mit ein bisschen Training und Geduld klappt das auch ganz gut. Es gibt allerdings auch Totalverweigerer, wie meine Börke und Glanzsittiche. Da sie ihr geliebtes Grünfutter immer auf dem Käfigdach bekommen, stelle ich die Waage einfach unter den gewohnten Futterteller. So kann ich einen nach dem anderen bequem wiegen, ohne Stress. Naja, manchmal sitzen auch 2 bis 3 auf dem Teller, ein bisschen Geduld braucht man schon. Klappt das alles nicht, kann man sie auch in einer Transportbox oder in einem Transportkäfig wiegen. Dabei muss man das Gewicht der Box vom Gesamtgewicht abziehen. Schon weiß man, wie schwer der Piepser ist. Die Transportbox sollte für die Piepser immer frei zugänglich und mit Kolbenhirse bestückt bereitstehen, damit sie freiwillig hineingehen und man sie nicht einfangen muss. Angstwellis und sehr scheue Wellis würde ich lieber lassen. Denn sie dauernd mit dem Einfangen in Stress zu versetzen, nur um sie zu wiegen, hat keinen Sinn. Damit würde man mehr schaden als nützen. Sie würden es nicht verstehen und das bisschen Vertrauen, das sie bis jetzt gewonnen hatten, wieder verlieren. Ein McLappen, ich hoffe, ich konnte dir helfen. Jeden Freitag gibt es ein neues Wellensittich, Börksittich und Glanzsittich Video. Abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um nichts zu versäumen. In der Community findest du eine Vorschau auf das nächste Video und die anderen interessanten Beiträge. Den Reiter Community findest du auf meiner Startseite unterhalb des Kanalbanners,
neben Videos und Playlists. Viel Spaß und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal.